So, einen wunderschönen herzlich willkommen zu Clickahibo Folge 48. Genau. So, zuallererst gucken wir mal, was ist denn hier aktuell Stand der Dinge? Ein bisschen was. Jo, wir haben 3E33 erreicht, also Ziel erreicht auf jeden Fall. Ne? Wir haben wieder, ups, wir haben wieder, hallo, was ist denn los? Ja. Warum ist der Button überhaupt noch da? Man kann ja eh nichts mehr kaufen. Fängt ja wieder gut an. Genau. Wir haben wieder geschafft, E8 an dieser Monster. Ne? Und so. Wisst ihr, wenn sowieso schon so viel schief läuft, guck, ob die Aufnahme wenigstens funktioniert. Ha! Bevor ich mich in komplett Dummheit stürze. Oh ja, die Kamera stockert zwar wieder vor sich hin, aber zumindest läuft die Aufnahme an sich. Sehr schön. So. Dankeschön. Und du bitte auch, Dankeschön. Okay, ja. Ja. Okay, das heißt, wir machen mal eine Ascension. Dann kaufen wir hier einmal alles neu. Ich könnte kotzen. Aber mal der ehrlich. Warum gibt es diesen Scheiß-Button? Der ist nur dazu da, ja? Der ist nur dazu da, um mich zu ärgern. Und ich schwöre euch, ich kann mir definitiv vorstellen, ich bin nicht der Einzige. Wozu gibt es diesen Button? Wozu gibt es diesen Button? Alter Schwede, ey, da kriegst du eine Macke, kriegst du da. Naja, so kann man das Let's Play auch künstlich in die Länge ziehen. Easy. Gut, macht zwar bei einem Endlos Let's Play sowieso keinen Sinn, wobei das ja kein Endlos Let's Play wird. Na doch, eigentlich. Na, je nachdem, wie lange ich halt Lust habe, ne? Wobei ich jetzt gerade keine Lust mehr habe. Power Search. Achso, war das mit 100%? Können wir auch nehmen. Metal Detector, Schwachsinn. Ach, was kommt hier damit? Hebo Soul, DPS. Ach komm, warum eigentlich nicht? Der hier ist ganz wichtig. Halleluja. Das ist wieder nur Schwachsinn. Clickstorm ist auch, brauchen wir nicht. Also nicht unbedingt. Wieder Clickstorm, hallo? Hallo? Sag mal, kann es sein, dass es nur noch die 5 gibt? Ich nehme mal Accept. Ja, mehr gibt es gar nicht. Na gut. Okay. Ja. Jetzt, bevor ich irgendwas mache, erstmal speichern. Ja, ich möchte übergeben. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Warte, wir machen es mal rechnerisch, ja? Rechnerisch ist das so. Er hier kostet immer das. Gott, wie sagt man das? Wissenschaft, also wie drückt man das mathematisch aus? Also angenommen, ne? Man hätte 1E100 Gold, ne? Oder 1E1000 Gold. Machen wir 1E1000. 1E1000? Nee, ist eigentlich egal. Egal, wir machen jetzt 1E1000. So. Dann muss man, um sein Level berechnen zu können, diese 1E1000 durch, also diese E1000, wow. Durch 2,5 rechnen. Was laber ich? Durch 2 rechnen. Das heißt, wenn wir hier E33 haben, durch 2,
Heißt das? Genau, 16. Das heißt, wir können hier locker auf 1E16 gehen. Bam, 1E16. Okay. So, das gilt für alle Ganzpreiswerten. Also, jetzt abgesehen von Morgulis, der wäre super preiswert, kann man direkt die volle Zahl machen. Aber den haben wir ja nicht. Von daher ist das egal. So, haben wir jetzt die drei Klicker geklickt? Genau. So, jetzt kommen noch die drei Goldis. Und da sieht man schon, das nächste Level würde genau so viel kosten, wie das hier steht, als zweifacher Wert. Na? So, jetzt kommt der nächste Sprung. Der nächste Sprung ist nämlich jetzt, sind die etwas teureren. Also zum Beispiel der hier. Und bei ihm ist jetzt mit dem Faktor 2,5. Das heißt, oh. Oh. 33 durch 2,5. Oh. Das müssten irgendwas mit 18 sein. 18 oder 20? Nein, die 20 wäre zu viel. Obwohl, doch, würde. 20? Wozu gibt es Taschenrechner? So. Und weil ich die ganzen Werte weiß, weil ich mittlerweile auf meinem Taschenrechner, auf meinem Tablet ja sehr häufig sehr hohe Zahlen kaufe und irgendwann fällt einem diese Systematik auf. Also, ja. Das Gesetz der großen Zahlen. Gut, etwas anderes, aber. Okay, also 33 durch 2,5. Was habe ich gesagt? 18, ne? Das war ja komplett falsch. Oh, ich habe auf die 16 die Hälfte rauf, ich habe abgezogen. Na gut, also 1E13. So, dann machen wir mal wieder hier Vollbild. So. Und weil der hier immer ein bisschen, ne, ich traue mich da immer nicht so, deswegen machen wir hier erstmal nur 1E12. Ja. V bitte, danke. 1E12. So. Und mache jetzt vielleicht das Restliche noch manuell. Oh, siehst du doch, hätte locker gepasst. Okay. So, und jetzt kommen die ganzen ganz teuren. Und bei denen habe ich aber noch keinen wirklichen Faktor raus. Also hätte ich zwar jetzt mittlerweile bestimmen können. Ne? Also, ich meine, ich habe jetzt 2500 Hebo Souls. Also, Quatsch. 2E 2500, ne? Damit wir es ja richtig verstehen. Und meine Dings haben es, glaube ich, auf einem Level von 6700. Könnte das fast das Vierfache sein? Ja, aber nur fast. Hm. Das wären irgendwas so um die, naja, 3,75. Macht das Sinn? Das macht aber zahlenmäßig keinen Sinn. Ich glaube, die sind zahlenmäßig unterlegen. Okay, sehr gut jetzt. Wait a second. Wir können ja. Können wir. Nee, es haut nicht hin. Ja, wie gesagt, bei denen kenne ich doch keinen Zahlenwert. Da weiß ich nicht. Also, ich weiß ungefähr, dass wenn man. Ja, nee, das haut auch nicht hin. Ja, wie gesagt, bei denen habe ich noch keinen wirklichen glücklichen Faktor raus. Ich weiß halt nur, dass die ganz preiswerten, also der hier, ne, der hat halt 1 zu 1. Die Nächstpreiswerten, so wie die hier, die haben halt 1 zu 2. Und die mittelteuren, also die, die schon etwas teurer wären, der hier zum Beispiel, der hat halt 1 zu 2,5. Und bei den anderen mache ich einfach trotzdem weiter manuell. Ist ja kein Problem. So, wir müssen unter E33 bleiben. Ja. Keine Ahnung. E100 kriegen wir jetzt locker hin. Okay, dann machen wir überall mal E100. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. Ich liebe glatte Zahlen. Sehr schön. Welches effektive Level hast du? 140. Holy shit. Warum kann sowas nicht bei Kumawakamaru sein? Jetzt mal, no joke. Weißt du, uns im Hurensub, die wir eh nicht brauchen, also nicht so sehr, na, der kriegt hier super Bonus, ja, in den Arsch geschoben. Ist das der hier? Ja, 40 Level Snipper noch. Das letzte, was wir bekommen haben. Weil das ist so unfair. Guck mal. Falsch. Was macht. Hier, Snipperino ist einer der teuren, ja? Der ganz teuren. Genauso wie Admin ist auch einer der ganz teuren, ja? Aber trotzdem kriegt Snipperino 40 Level, während Admin gerade mal 3,4 Level bekommt. Was zum Scheiß ist das? Warum cheaten die? Hm? Das macht keinen Sinn. Apropos, was ist hier eigentlich los? Verreck doch. Einholen so. Jetzt haben wir wieder eine. Oh. Verreck doch. Ja, komm hier. Ja, komm hier. Okay, let's go. Ja, ja, nee, ist klar. Let's go, ist klar. Ist klar, ist klar. So, jetzt können wir hier noch gucken, ob wir hier noch was drauf schöffeln. 1,5 E2 3 locker, das schaffen wir locker. 4 aber wird ein bisschen schwer. Nee, 4 lasse ich mal. Ich mach wieder auf. Ich mach wieder hier auf. Auf 5 E 15 und bei den anderen 15 E 15. Was? Doch, genau. Es war ich gerade ein bisschen 15 E 15. Schöne Zahl. Sehr schöne Zahl. Kann man so machen, auf jeden Fall. So, der nächste wäre da. Genau, du. Und da. Du. Du. Und den unten lasse ich einfach mal Ruhe. So, was sie. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ist mir zu teuer. Bei Z 1 und 3 ist mir auch schon fast zu teuer. Achso, 31. Ha! 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 Leider kann man nicht gucken, ne? Ey, ich will gerne gucken, was 5 E12 kostet. Aber ich sehe halt nur, was 1 E12 kostet und kann es dann bloß hochschätzen. Speichere mal vorher. Weil ich genau weiß, dass das garantiert nicht funktionieren wird, was ich jetzt vorhabe. So, machen wir mal 5 E12. So, wir haben 1,5. Ach nee, doch geht. Okay, gut, okay. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt machen wir nochmal die ganz wichtigen. Also, Admin zum Beispiel, den mache ich auf. Ja, 105 kriegt das nicht so viel. Na, warum nicht? Und dann natürlich noch. Wo sind die jetzt da? Kumawakamaru. So, das sollte reichen. Das sollte gut sein. Mehr dürfen wir nicht ausgeben. Jetzt haben wir ordentlich was ausgegeben an Hero Souls. Wobei wir haben immer noch 1E33, ne? Also, ist schon nicht schlecht. Ach. So. Gut, dann können wir jetzt eigentlich anfangen, hier mal ein bisschen was zu kaufen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Komm, schön. Dankeschön, Dankeschön. Hör mal dieses Level kaufen hier.
Wie sehr ich wünsche, es gäbe einfach eine Taste mit allen. Hab ich ja schon mal gesagt, ne? Vor allem manchmal habe ich auch einfach so eine Zuckung hin, ja? Dann drücke ich da aus Versehen auf einen Taster dreimal rauf. Oder nur einmal und drücke dann aber nochmal zweimal rauf. Also letztendlich auch dreimal. Ich bin so ein richtiger alter Oma, ja? So, wir machen aber trotzdem erstmal hier bei meiner Tablet-Version. Heute reagiert die App übrigens wunderbar, ne? Also, ich habe keine Ahnung, was da gestern los war. Das war gestern echt übel. Wo die App da die ganze Zeit so ultra gehangen hat. So, dann machen wir mal hier noch die Gills. Dürfen wir nicht vergessen. Bevor wir hier wirklich richtig loslegen. So, wir machen einfach alles auf Tsuchi. Dann wieder 10 auf Frostleaf. Warum eigentlich? Einer hätte auch ausgereicht. Egal, jetzt haben wir 10. So, perfekt. Und noch alles Skills kaufen. Bup. Dann das hier. Nein. Und das hier. Oh. Autoklicker. Habe ich gestern, glaube ich, auch vergessen gehabt im Let's Play. Die habe ich dann erst nach dem Let's Play raufgezogen. Wo ich mich so gewundert habe, hä? Warum bleibe ich schon in Ebene 6000 stecken? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, und dann habe ich gesehen, dass hier keine Autoklicker drauf waren. Wir haben also keine Combo gehabt, kein Crit-Schaden, kein nichts, kein gar nichts. Nicht mal Klickschaden. Wir hatten einfach gar nichts. Es sind aber trotzdem bis Ebene 1000, bis Ebene 6700 oder sowas kam ich. Bis es mir dann aufgefallen ist, dass die Zahl unten langsam, ganz langsam abnimmt nur noch. War schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, heute habe ich wieder mit Klicken. Sehr schön. Haben wir unsere schöne Klick-Kombo. Klick-Kombo. Wie viel bringst du mittlerweile eigentlich? E15. Holy shit. Es geht bergauf. Beim Bergabgehen. So. Nein, ich... Alter, ich hasse diesen Button. Wenn wir heute jetzt schaffen 1E7, landen wir genau bei 1E40. Das klingt realistisch tatsächlich. Okay, Bossfight ist vorbei. Das klingt tatsächlich realistisch. Zwar irgendwie traue ich dem ganzen Brat noch nicht so sehr. Ne? So, weg mit dir. Aber angenommen, wir schaffen wirklich 1E40. Wie viel brauchen wir denn, um hier einen nennenswerten... Oh! Okay, wir haben direkt bei der Ascension schon hier einen spürbaren Effekt. Weil 3E37 schaffen wir auf jeden Fall. Also außer es wird wirklich ganz, ganz hart. Aber eigentlich sollten wir das hier auf jeden Fall schaffen. Was heißt, wir machen bereits ab dieser Ascension jetzt schon Ancient Souls. Und da ist das gerade mal die vierte Ascension oder so. Boah. Die vierte Ascension oder so, oder? Ja, gerade mal die vierte... Nee, Quatsch, ist ja hier unten die fünfte. Na gut, okay, dann ist es doch ganz, ganz, ganz in Ordnung. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt auch wieder 1E8 schaffen. Aber ganz ehrlich, das bezweifle ich ein bisschen. Weil, dass es hier so gut läuft, liegt ja immer nur daran, dass wir halt noch sehr am Anfang sind. Aber in der Regel ist es so, sobald wir unseren alten Wert überschreiten, geht es dann auch rapide runter mit der Geschwindigkeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir in der Ascension halt, wie gesagt, nur noch 1E7 schaffen und dann in der nächsten nur noch 1E6 und dann 1E5 oder direkt schon in der nächsten nur noch 1E5 oder sowas. Also, das müssen wir dann halt gucken. Ich meine, wie gesagt, wir können ja hier noch ein bisschen nachschöffeln. Aber es wird jetzt auf jeden Fall mit Geschwindigkeit wahrscheinlich runtergehen. Auf jeden Fall wahrscheinlich, klar. Das ist genau die Wortwahl, die ein sicheres Auftreten, ne, Politiker und so. Ja, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Corona-Krise abzuwenden. Wahrscheinlich, da sind wir uns noch nicht so sicher. Aber wählen Sie uns doch nächstes Mal. Ihre CDU. Ja. Nee, ist klar. Aber schön, ne? So die Corona-Krise. Da gibt es auch mittlerweile so richtig schöne Vergleiche. Ja? Oh, die Greta Thunberg, ne? Die hat 2 Monate gebraucht, ja, um vergeblich
die China daran zu hindern, CO2 auszustoßen. Ne? Und jetzt Corona, ja, halbiert in China den CO2-Ausstoß in 2 Wochen. Tja, Thunberg, da hättest du dir ein bisschen mehr mir gehen sollen. Ja. Also, ich meine, ist natürlich für Ironie, wenn man jetzt denkt, ne, so Umweltaktivisten, weiß nicht, ich versuchen ewig alles auf den Kopf zu stellen, damit mal, weiß nicht, der CO2-Ausstoß um 1% runtergeht. Und dann kommt einfach so ein Dingsbumster, ja, so ein Virus, und dann einfach komplett bricht einfach der CO2-Haushalt komplett ein. Gut, natürlich ist die Sache, das eine ist freiwillig, das andere eher nicht so. Außerdem ist das andere auch nur temporär. Also in der Corona, ich glaube mal, sobald Corona vorbei ist, wird der CO2-Ausstoß auch wieder rapide ansteigen, klar. Vielleicht sogar noch mehr als davor, weil die ja ihre, ne, Industrie wieder auf Aufschwung brauchen da. Aber trotzdem irgendwie schon witzig. Irgendwie kann man darüber schon schmunzeln. So, hier können wir das Ding jetzt mittlerweile alleine lassen. Mehr passiert hier eh nicht. Genau, die Klicker sind alle drauf. Ich bin schon dabei, die anderen Folgen hier teils hochzuladen. Endlich mal, wird doch mal Zeit. Ja, bei Basic Click habe ich jetzt über Nacht nicht so viel gemacht, klar. Ich will auch mal schlafen. Wo ich aber mittlerweile im Überlegen bin, ist, ob ich hier nicht noch einen Button hinzufüge. Ja, noch einen Button. Ich meine, ist ja hier schon fast voll. Also, ich habe ja hier quasi Crit DPC plus 100%. Und genau den gleichen Button nochmal für allgemein Damage. Also einfach für allgemeinen Klickschaden halt. Ne? Weil der Klickschaden, der wird halt später, im späteren Verlauf, so wie jetzt halt, ist der halt extrem useless. Der macht halt keinen Unterschied mehr. Ich meine, er baut halt die Combo noch auf, ne? Die Combo ist mittlerweile bei 100.000, weil ich einen Autoklicker mittlerweile mir kaufen konnte. Aber, ja, der hat über Nacht geidelt. Geklickt. Ich konnte mir gestern Abend, ich habe extra mit dem ins Bett gehen gewartet, bis ich hier 5-5 hatte, um dann essen zu können. Ach ja. Schon, ansonsten, wie gesagt, hat sich aber nicht so viel geändert. Ich habe noch ein bisschen Feintuning gemacht. Man sieht schon, ist jetzt 1E10, nicht mehr 1E9. Ein paar Sachen sind tatsächlich auch noch dazugekommen. Und zwar zum Beispiel, habe ich versucht, eine Linux-Compilation daraus zu erstellen. Also, Linux-Programm direkt aus Pure Basic kann man ja, aber irgendwie ist es immer abgestürzt. Außerdem nutze ich hier auch Win32-Befehle, die halt direkt für Windows 32 sind, also für Windows. Die muss ich dann dementsprechend halt rausnehmen. Ja, und das war halt nicht so schön. Deshalb habe ich mir gesagt, okay, ganz ehrlich, ich lasse es einfach als Windows-Programm. Und für Linux gibt es ja Wine. Von daher. Auch nicht die Welt. So, was ich aber eigentlich gerade zeigen wollte, ist was anderes. Und zwar machen wir eine Testpunkt-Bug. So. Genau. Das hier und das hier. Das sind so die beiden eher kleineren Sachen, die ich gestern noch hinzugefügt hatte. Das heißt, man kann jetzt, Hello World. So,
Achso, ich habe noch gar nicht geändert. Ja, ich schon wieder. Wo ist Cash? Da. Ich brauche mal ein bisschen Money. Da macht die doch überhaupt keinen Sinn. Save to file. Hello world. Hello world. Hello world. Hello world. So. Was jetzt? Genau. Du kannst so. So. Was ich mich gestern noch hinzugefügt habe, ist halt wie gesagt zum einen. Kann man jetzt halt, ne, wie man gewohnt ist, halt hier auf 10-fach gehen, ne, wenn man die Shift-Taste drückt. Oh, das gilt jetzt für ihn auch. Ha. Lol. Interessant. Na gut. Achso, ja, weil ich da mit dem globalen Key arbeite. Weil die Local Key, die funktioniert bei PBasic und nicht so ganz zufriedenstellend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist auch egal. Gilt ja eh nur dafür, wenn man die raufklickt. Ne? Von daher. So, genau. Man kann also mit Shift 10 mal klicken, mit Alt 25 mal, mit Steuerung 100 mal. Also Alt und Umschalt und Steuerung ist genauso wie bei Clicker Hero. Nur halt ist halt statt Z ist halt die Alt-Taste für 25 mal. Und die Z-Taste, die macht dafür aber 1000 mal. So. Genau. Dann gibt es noch Q für 10.000 mal. Und das war's. Das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel halt 10 Level mit einmal kaufen oder 25 Level mit einmal kaufen. Ne, hat man 35 Level gleich. Das gleiche gilt auch für die Sachen, die hier ultra preiswert sind. Also hier geht's nicht. Hier geht's aber. Hier kann man gleich 10 Level, hier kann man gleich 10 mit einmal kaufen. Hier kann man 10 mit, also quasi all diejenigen, die immer bei 1 bleiben, da kann man auch das benutzen mit diesem 10-fach. Bei den Sachen, die immer teurer werden, zum Beispiel hier, der hier wird immer teurer, wird immer doppelt so teuer, der wird immer doppelt so teuer und der wird immer teurer. Da habe ich das nicht gemacht. Also hat das keinen technischen Hintergrund. Technisch gesehen ist das kein Problem, sondern einfach, ich dachte mir einfach, naja, wenn die sowieso irgendwann abartig hoch werden, dann könnte man halt hiermit aus Versehen in Versuchung kommen und dann etwas machen, was man vielleicht nicht möchte. Weil man denn dadurch nicht merkt, dass die unendlich teuer wären. Und deswegen habe ich einfach aus Sicherheitsgründen die Funktion hier, hier und hier oben nicht implementiert. Nicht, dass da jemand mit einmal seine ganzen Demon Souls verschwendet. Das wäre nicht so schön. Genau. Ich habe nur noch einen. Achso, ich glaube, weil ich gerade die Uhr draufgeklickt habe. Ha! Wirklich. Ist auch egal. So, weg mit dir. Bob. Genau. Und dann habe ich. Was habe ich noch gemacht? Was habe ich noch, auch noch gemacht? Achso, genau. Wenn man jetzt eine Combo hat, hier, eine Combo, kann ich mal ganz kurz zeigen? Obwohl, nee, das dauert eine Minute. Also, ich mache jetzt gerade hier einen Autoklicker. So, jetzt habe ich eine Combo von 40. Und wenn ich jetzt eine Minute lang nicht klicke oder auch kein Autoklicker klickt, auf diese Schaltfläche hier, also auf das Monster, dann verringert sich die Combo ab dann um pro Sekunde um 10. Wobei das nicht ganz 10 ist, sondern für jede Zehntelsekunde, die hier ein Monster bekämpft wird, sinkt das um 1. Das heißt, wenn so wie hier immer Instakill ist und das Monster kaum da ist, dann sinkt die Kombo auch gerade mal um 1 pro Sekunde. Ja, ich hätte es auch ein bisschen schöner programmieren können, aber normalerweise kämpfst du sowieso immer etwas länger gegen ein Monster, ne? Und da funktioniert das dann relativ gut. Und wenn man halt so wie jetzt den Instakill hat, hat man damit halt keinen Zeitbonus, weil die Kombo nicht ganz so schnell runter sinkt. Von daher habe ich das auch so gelassen. Genau. Ja. So viel dazu. Und mehr habe ich nicht gemacht. War ja Nacht, ich habe geschlafen. Sorry, Leute. Bin auch nur ein Mensch. Ja. Ich habe auch Träume und Ziele. So. Ah, ich kann mir mittlerweile hier ein Level kaufen von The Lost. Yay. Ah, gleich kann ich mir sogar noch eins kaufen. Das ist aber schön. Mann, schaffe ich ja 110 schon locker. Guckt euch das an. Wie der Balken runterradert. Buja, buja. Und schon habe ich wieder 3. Yay. Vielleicht habe ich wieder 7. Also, wobei der Sprung von 1,10 zu 1,20 schon ganz schön heftig ist. Also gestern habe ich auch, wie gesagt, 1,20 habe ich noch geschafft. Ich hatte dann letztendlich 7.
5 habe ich ja nur noch gebraucht. Aber ich habe schon gemerkt, der Sprung war schon ganz schön heftig. Also, ne, 1.10 kriegt man noch gerade so problemlos hin, aber ab 1.20 muss man schon ganz schön warten. Da musst du schon ganz schön warten. Ist ja auch ein Idle-Game, ne? Ist ja dazu da, um zu warten. Hä? Das heißt, für so ungeduldige Leute wie ich, das muss schneller gehen. Naja, irgendwann habe ich hier so viele Boni, dann geht das ratzfatz. So, 1E15 schaffe ich auch noch. Wobei diesmal wird auch 1E20 einfacher, weil ich habe jetzt mittlerweile einen Autoklicker, das heißt, ich habe eine Combo und damit bin ich stärker als normalerweise. Das heißt, ich habe jetzt schon genug Boni, um 1E20 auch noch schaffen zu können. Das heißt, ich komme jetzt immer locker bis 1E, also bekomme jetzt immer locker 7 Souls. Oh scheiße, ich mache jetzt noch ein paar Ascension. Oder ein paar Reinkarnationen. Und dann kann ich mir so einen zweiten Worker kaufen. Das sieht doch geil. Das ist schön. Nee, nicht schließen. Das wäre dumm. Da geht meine Combo verloren. Ja, die Version, die hat das mit der Combo tatsächlich noch. Obwohl, doch, stimmt. Alles gut, alles gut. Ich wollte gerade sagen, die Version, die hier gerade läuft, ist noch nicht die neue Version, aber doch, ist ja schon die neue Version. Hatte ich, als ich gestern Ascended hatte, habe ich ja das Programm gleich geschlossen und dann neu kompiliert. Damit das auch wirklich die frische, neue Version ist hier, ne? Ja. No. Das war's soweit. Ne, zu viel können wir es noch nicht kaufen. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann später irgendwann mal wieder. Wenn es denn dann heißt. Heiße Suppe ist lecker. In dem Sinne, schau mit V.